Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute wieder mit meinen grandiosen Mithosts. Einmal den Hoshi. Hallo Hoshi. Grüezi, boy. Dann den Onai. Hallo Onai. Minasan, konnichiwa. Und natürlich mit dem Olli. Hallo Olli. Servusla. Und heute machen wir mal eine Folge abseits der Geschichte. Wir haben ein paar News und wollen dann über das Tabletop, wie beginnen, wie Szenarien, Kampagnen, so man so machen kann, was man da so bräuchte, was man beachten könnte oder halt auch nicht. Aber bevor es losgeht, fangen wir mal an. Kickstarter, wie schaut's da aus? Ja, ohne? Ich glaube, du bist da am informiertesten, weil du am Puls der Zeit bist sozusagen. Mhm. Also ich bekomme die ganzen E-Mails von denen geschickt, genau. Also der Progress ist, dass sie da in der Abarbeitung halt voranschreiten. Ich gehe mal rückwärts. Und zwar die Designs von den Comstar Level 2 sind die letzten Infos, die sie gepostet haben. Da schreiten sie voran. Außerdem die Rollenspielversion, die BattleTech Rollenspielversion, die sie rausbringen möchten, das MechWarrior Destiny. Das gibt's in der Revised Edition auf Catalyst. Also sie zeigen da einigen Progress. T-Shirts sind soweit, dass sie ihre Zustimmung gegeben haben für die unterschiedlichen Designs von den neuen Logos und wie die dann halt auf den T-Shirts aussehen. Und es kam auch schon die Frage auf, inwieweit da der Progress vertrauenswürdig ist. Das hatten wir mal ein bisschen diskutiert. Aus meiner Sicht schreiten die ganz gut voran. Die ersten Kits, die ersten Mechs, die sie gemacht haben, das sind ja die Clan-Mechs, beziehungsweise dann die Good Old Innere Sphäre-Mechs wie Marauder, Warhammer und sowas weiter. Und nach den Infos, die man auf Kickstarter lesen kann und die man auch ziemlich oft per E-Mail geschickt bekommt, sind die soweit, dass die Boxen halt zwar noch nicht bedruckt haben, aber soweit sind, dass sie die individuellen Molds halt für die Figuren da drin halt fertig haben. Also gehe ich davon aus, dass sie trotz Corona da jetzt so langsam am Aufholen sind. Aber das Wichtigste, wann kriegst du deinen Flauschi Urban Mech? Genau, und er will den Plüsch Urbi. Noch nichts gehört, aber ja. Ich denke mal, das sollte für die jetzt nicht so das Problem sein. Die legen halt den Fokus halt wirklich auf den richtig Hardcore-Battletech-Content, den die Leute halt auch haben wollen. Die Keychains, die T-Shirts, die Würfel, alles. Du hast gesagt, dass machen die ein neues Rollenspielsystem dann oder nehmen sie einfach nur ein altes und bringen das neu raus? Ich habe es, um ehrlich zu sein, nicht angeguckt. Ich habe zwar die Early-Version davon runtergeladen, aber ich habe bisher noch nicht reingucken können. Generell muss ich sagen, ich habe die MechWarrior-Systeme, die es vorher gab, habe ich durchprobiert, habe damit auch schon mal einige Spielrunden zusammen gemacht. Und ich fand die letzte Version eigentlich schon echt cool. Ja. Das liegt daran, die alten Systeme, die bauten halt im Prinzip darauf aus, du hast einen Charakter, du machst dir nicht so viel Gedanken über eine Background-Story, sondern du hast halt da deine Werte und dann geht's los. Oh, da muss ich aber widersprechen. Nee, also Background-Story, genau, da muss ich ja mal ganz hart reingeredet. Ich bin nämlich über das Rollenspielen zum Battletech gekommen. Die Frage, welches System habt ihr getestet? Also mit wem habt ihr angefangen, Entschuldigung? Also ich habe mit MechWarrior 2 angefangen und bin eigentlich die ganze Zeit bei 2 geblieben. Und wir machen jetzt gerade den Transit zum letzten. Schlag mich tot, wie es heißt. Es liegt hier, ich kann nur den Titel nicht. A Time of War. Genau, weil ich durch die
Tabletop-Kampagnen, zu denen wir noch kommen werden, im Prinzip da rangekommen bin, weil ich die ganzen Perks gesehen habe. Aber das ist ein Thema, das wir später nochmal vertiefen werden. Und ich muss also sagen... Ich habe hier MechWarrior 3rd Edition. Mhm. Das habe ich ausgelassen. Aha, okay. Nee, ich habe auch mit dem 2er angefangen. Das war schon ganz okay, aber ich fand die dritte Version und die letzte Version fand ich eigentlich besser. Die brauchen unheimlich lang bei der Charaktererstellung, aber das lohnt sich. Weil du dann automatisch ein Feeling dafür bekommst. Also das 2er geht von der Charaktereinstellung relativ schnell, nur ist es ein bisschen von hinten durch den Fuß und dann das Bein hoch und dann aus dem Auge wieder raus. Aber wenn man sich einmal mit eingelebt hat, das 3er habe ich jetzt nur von einem Mitspieler, der Helge, du kennst den Icke, ne? Der hatte das 3er nicht sehr gut bewertet. Bei dem 4er war er auch erst skeptisch, aber dann hat er sich's nochmal angeguckt und dann war er doch sehr begeistert. Und das ist so ein, auch sag ich mal, einer, der sehr genau hinguckt und sagte auch, die Charakterstellung beim 4er ist relativ langwierig, aber es lohnt sich. Und was man halt gucken muss in allen Systemen, auch beim 2er, was halt schnell passieren kann, dass man sehr schnell OP-Charaktere hat. Ja. Ja, genau. Das Leveln geht relativ flott und vor allem, was beim Second Edition halt, war dieser Glückswurf bei der Charaktererstellung, falls man den gemacht hat. Ich habe das gleich mal weggelassen, weil da gab es ja einen Glückswurf quasi, ob man diese Morgan-Kell-Sonderfähigkeit hat, dass man verschwindet mit seinem Mech von allen Schirmen. Und dann war es sowieso voll OP. Ja, nee, sowas sollte man sowieso allein sein lassen. Also wer das nicht macht als Spielleiter, also was sich von Beginn an unterbindet, der hat den Gong nicht gehört. Aber genau. Sonst so finde ich halt auch gerade mit Glückspunkten und den Perks, also auch schon beim 2. gab es einige schöne Sachen, die das Spiel interessanter machen. Ne? Weil wenn man es halt ultra realistisch macht, dann ist halt jedes Gefecht quasi kurz vor Ende sozusagen. Ne? Weil genau. Also halt, was ich halt finde, aber das ist, glaube ich, auch was einen guten Spielleiter ausmacht, sage ich dann. Ich glaube, du kannst mit der 2. und der 3. Edition gut spielen. Es war halt bei der 2. Edition noch wichtiger, dass das Storytelling im Vordergrund steht und du nicht dich zu sehr auf ab und zu imbalancede Regeln verlässt. Mhm. Und bei der 3. Edition hast du halt schon viel besseres Balancing in den Regeln. Aber da gibt's halt dann so Leute, die, sage ich mal, das Spiel nur noch auf die Regeln reduzieren und dann kommt das Storytelling erst wieder zu kurz. Also ja. Ich bin dafür, dass man schon als guter Spielleiter das Storytelling in den Vordergrund stellt. Definitiv, genau das muss ich auch sagen. Also der Ick hat ja jetzt eine Kampagne mit mir gespielt und ich finde gerade, das Storytelling ist extrem wichtig und ich habe relativ wenig würfeln lassen. Und gerade die Hintergrundgeschichte war für mich immer also extrem wichtig. Mhm. Denn, war auch immer sehr gut. Danke. Weil gerade auch dieses politische Gemisch, man sagt ja nicht umsonst, Battletech ist ein Game of Thrones in Sci-Fi. Ne? Genau. Und das hat schon seine Gründe, warum man das so sagt. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist es doch umgekehrt, oder? Wie meinst du? Eigentlich ist doch Game of Thrones Battletech in Mittelalter mit Drachen. Ja, mit einem schlechteren Ende. Genau so rum, alles klar. Zumindest die Fernsehserie. Okay, na aber, also ich finde, das muss man einfach in den Vordergrund stellen. Es gibt natürlich Regelsysteme, die noch viel tiefgreifender gehen, also wenn man sich, keine Ahnung, DSA 4.0 anschaut oder so, ja. Da hast Regeln, Movement und was weiß ich was. Also wenn das alles machst, dann kommst du überhaupt nicht mehr zum Storytelling. Ja. Da sage ich den Leuten dann immer, Leute, lass die Kirche im Dorf. Aber ja, muss ich dann mal. Also ich habe auch immer wieder gerne Rollenspielrunden geleitet für Leute, die darin noch nicht so firm sind. Und für mich war auch immer die Prämisse, also dass die Leute halt die Regeln nicht bis ins Detail können müssen. Das ist an den ersten paar Abenden werden halt die wesentlichen Sachen dann halt erklärt, auch bei der Charaktererschaffung. Und dann, ich gebe euch da vollkommen recht, also die Story sollte im Vordergrund stehen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann so ein zwei, drei Regelnazis hat und sich der Spielleiter dann mit denen dann nur über nicht durchgeführte oder falsch durchgeführte Würfe
Würfe halt prügelt, dann kann man das auch nämlich zu Hause machen. Ja. Genau. Deswegen haben wir grundsätzlich ja diese anderen Faser-Rollenspiele, also Earth Dawn und Shadowrun, recht gut gefallen, weil die waren sehr gut gebalanced. Mhm. Und Min-Maxen hat eigentlich nichts gebracht in diesem Spiel. Ja. Also Shadowrun muss ich dir jetzt mal widersprechen, auch wenn wir jetzt gerade abreiten. Aber gerade in Shadowrun kannst du also solche Übercharaktere bauen. Das ist ja, eh, aber nur wenn du dich komplett aus den Regeln rausbegibst, wenn du. Nee, wenn du drin bleibst. Also gut, das war 4. Nee, ich glaube, das war 5. Das war Shadowrun 5. Da hatte ich eine Gruppe. Okay, habe ich nicht mehr gespielt. Also da war es so, ich hatte eine Gruppe, du hattest einen Magier und du hattest einen Street Sam und einen Troll mit einer irgendeiner großen Panzerung. Und ich musste halt die Gegner so hochbalancen, dass der so eine leichte Herausforderung hatte. Aber wenn die Gegner in die Nähe von dem Magier oder sonst irgendjemandem kamen, waren die mehr oder weniger nach einem Schusswechsel tot. Okay, ja, das ist dann ganz einfach zu erklären. Also ich habe das immer so gespielt, also ich habe bis 4.1 gespielt. Mhm. Und ich habe es immer so gespielt, wenn du einen Charakter erstellst, dann musst du das begründen. Erstens einmal, woher der kommt. Also es gibt einen Roleplay-Background zu dem Charakter. Und das heißt auch, dass der viele sinnlose Fähigkeiten hat. Also Min-Maxen geht schon mal nicht. Ja? Mhm. Und was noch dazu kommt, ich habe auch die also gibt er da so eine Tabelle für, wie, wann, wo erhältlich ist. Mhm. Und wenn du quasi auf der Straße aufgewachsen bist, hast nicht, keine Ahnung, die Tools, die ein Shadowrunner von irgendeiner Korb hat, ja. Ah, klar, dass du da sagst, okay, wenn du jetzt hier dein Straßenlevel hast, dann kannst du nicht High-End-Tech haben. Genau, so ist es. Wenn du auf der Straße wohnst, ja. Und damit war Min-Maxen schon nicht mehr möglich. Das stimmt, wenn man das so macht, ja. Und das habe ich auch bei MechWarrior gleich gehalten. Ja. Also ich habe nicht zugelassen, dass alle, keine Ahnung, was weiß ich, Nagelring-Absolventen waren, die bei den Davion Heavy Guards maturiert haben oder keine Ahnung, so ein Scheiß. Ja. Also geht einfach nicht, ne? Nee, definitiv nicht. Okay, aber zurück zu Battletech. Genau, zurück zu Battletech. Aber ist mir egal. Also, genau, wir haben jetzt einen kleinen Exkurs auch zu Rollenspiel. Das ist auch vollkommen okay, finde ich. Also, weil gerade das finde ich, dass das attraktive am Battledeck-System, dass es doch am Ende des Tages so gut miteinander harmoniert. Andere Systeme haben halt nur eine Dimension. Und das ist halt, was weiß ich, nur das Rollenspiel oder nur das Tabletop oder halt das andere nur rudimentär. Und hier hast du halt immer das Gefühl gehabt, dass es schon wie aus einem Guss halt dann ist, ne? Ja, ich muss auch sagen, wir haben echt, also unsere letzte Runde, die leider sind alle weggezogen von mir, wo wir Third Edition gespielt haben und dann die Kämpfe mit Alpha Strike gespielt haben, das war richtig lustig. Ja, okay. Auch wenn du die Kämpfe mit Alpha Strike spielst, dann kommst du nicht viel mit Rollen, also dann sind das nur sehr, sehr kurze Kämpfe und es kann sein, dass du schnell platt bist, oder? Naja, du darfst nicht vergessen, das sind ja sehr geführte Kämpfe. Ja? Mit starkem Terrain und so weiter. Also es ist nicht so. Okay. Also du nimmst schon Rücksicht drauf. Du modifizierst das schon ein bisschen. Ja. Okay. Gut. Wo wir jetzt ja aber auch schon bei deinen Figuren waren. Es gibt ja Leute, die drucken im Moment richtig schöne 3D-Figuren, habe ich gehört. Aber irgendwie Catalyst mag das nicht, ne? Ja, verständlicherweise. Ich meine, das ist so ein Thema, das in den Communities schon seit, Jahren diskutiert wird. Da gibt es Leute, die lehnen das grundsätzlich ab. Sind eine kleine Minderheit, aber die sehr standfest in der Meinung ist. Und die Argumente sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Catalyst hat auch lange es verpennt, halt einfach moderne Figuren halt aufzulegen. Und am Ende des Tages haben da die 3D-Drucker mit wachsender Technologie einfach Lücken gefüllt, die der offizielle Lizenzgeber gelassen hat. Und zwar einfach zeitgemäße Figuren rauszubringen. Jetzt mit Kickstarter machen sie es ja endlich im Jahr 2020. Ne? Mhm.
Und am Ende des Tages ist es so, dass das viele Figuren, gerade die MWO-Designs, ich meine, wie alt ist MWO jetzt? 2012 ist es in die Beta gegangen, 2013 war Release, das sind 7 Jahre. Und sie haben es nicht geschafft, in der Zeit mal die Figuren halt irgendwie rauszubringen. 7 Jahre, mein Gott, also vor allem mit den Möglichkeiten heute. Man sieht ja, was Privatpersonen heutzutage schon auf die Beine bringen. Und viele der Figuren gab es einfach nicht am Markt. Und das war die Argumentation der Befürworter nach dem Motto, naja, wenn ich es offiziell kriegen könnte, also offiziell kaufen, dann würde ich es auch tun. Und der extreme Erfolg der Kickstarter-Kampagne gibt diesem Argument auch Aufwind, weil viele von den Leuten sind ja auch totale Sammler. Ganz ehrlich, ich habe mir auch schon mal von einem Kollegen eine Figur drucken lassen. Mit diesen ganzen Gussnasen, bis du das alles glatt hast und dann splittert das und dann bricht das und dann sieht das nicht so richtig gut aus. Wenn ich da lieber ein schönes, geschmirgeltes, eine Figur von einem offiziellen Hersteller, würde ich mir die immer lieber kaufen. Aber Verfügbarkeit und Bedarf. Das passt aber nicht zusammen. Ja. Ich glaube, die meinen aber auch, also bei dem, wo sie da jetzt sagen, sie gehen dagegen vor, glaube ich, meinen sie aber auch, erstens einmal, es gibt ja im Internet so Seiten, wo es quasi Modellfiles quasi für den 3D-Drucker zum Downloaden gibt. Ja, absolut. Mhm. Und dann gibt's ja, sage ich mal, Shops mit, also das ist nicht so 3D-Drucker, wie es denn beim Konrad kaufst, sondern mit diesen Flüssig-Laser-3D-Druckern, wo es keine Nasen hast und irgendwas. Also da kommt wirklich ein cooler 3D-Druck raus. Ich habe zum Beispiel, das ist allerdings ein offizieller Shop, ein Modell von der Falcon Heavy-Rakete aus dem offiziellen Shop, Space oder so irgendwie. Ist ein deutscher Shop, der offiziell von der NASA und von SpaceX lizenziert ist. Also ist ein offizieller 3D-Druck. Und das ist ein Modell, das ist, also wenn du mir sagst, dass das im Shop zum Kaufen, merkst keinen Unterschied. Also das ist wirklich top von der Qualität her. Und ich glaube, gegen solche Copyshops gehen sie halt vor, wie auch andere Firmen, weil das Problem hatte jetzt nicht nur Battletech, sondern wenn du schaust, zum Beispiel, es gibt extrem auf Wish und was weiß ich, AliExpress und so weiter, gibt's zum Beispiel einen Haufen an Dust-Kopien oder Warhammer-Kopien, ja. Und das ist halt natürlich geschäftsschädigend für die, ne? Ja, ganz klar. Absolut. Ich verstehe das ja auch. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich das nicht verstehe. Das ist geschäftsschädigend in dem Sinne, wenn es sinnvolle Alternativen gibt. Aber wie kann etwas geschäftsschädigend sein, wenn es diese Figuren nicht zu kaufen gibt? Genau, das ist wieder was anderes. Da gebe ich dir voll recht. Ja, und dazu muss man sagen, also die gibt es halt so in den Läden halt nicht mehr. Ja, also die Battle-MWO-Figuren gab es noch nie. Ne? Okay, die MWO-Figuren gab es noch nie, da gebe ich dir recht. Genau. Die Verfügbarkeit halt von den guten alten Figuren, die wir halt kennen, die ist halt auch begrenzt. Also viele kleinere Läden sagen, Battletech ist tot, das biete ich nicht mehr an. Genau. Genau. Kann man irgendwo auch verstehen. So ist es. Also ich komme quasi aus dem Schluchtendorf, aus Österreich. Und wenn du da einen Shop suchst, der noch Battletech-Zeugs verkauft, also ich kenne keinen mehr. Also selbst der letzte Shop, den es in Wien gab und immerhin ein bisschen größere Stadt, der hat es aus dem Programm genommen, alles, was er noch hatte, weil die machen nur noch sowas wie eben Dust, Mac, Wargames und so. Ich habe zum Beispiel, weil ich die Falkengarde, schönes Beispiel auch, also es gibt ja noch ein paar Online-Shops, das ist immer das Argument, ne? Und dann habe ich hier gesehen, okay, beim einem deutschen Shop haben sie noch Battletech-Figuren. Und dann wollte ich da einen Summoner, also ein kein Anziehen, sondern ganz normale Figur wollte ich da bestellen. Und siehe da, gibt's nicht. Also es gab nur eine super teure, ganz merkwürdige Variante, aber die Figur, eine ganz normale Standardfigur, gab's einfach nicht. Und da frage ich mich dann schon, irgendwie, boah, muss das so sein, ne? Ja. Da kommt noch was Zusätzliches hinzu. Also ich bestelle die Blister bei Ralpata Europa. Das ist in UK. Die produzieren die auch in Lizenz. Es ist also ein offizieller Retailer. Und spezielle Sachen kriegt man halt auch eigentlich nur über Iron Wind Metals aus USA. Und dann halt über die Shops hier in Deutschland, die das vertreiben. Aber da ist mir immer wieder
und das ist nicht so wenig, so selten passiert, ist es mir vorgekommen, dass einmal die Qualität einfach massiv nachgelassen hatte. Ja, das kommt nochmal dazu. Iron Red Metals hat echt keine gute Qualität. Ja, also Beispiel ein Hunchback 2C. Das ist ein richtig schönes, dickes, massives Modell, wo sie es nicht schaffen, unter dem rechten Arm halt mal die Form halt nachzubessern. Weil das musst du selbst modellieren. Da musst du dir irgendwie Werkzeug holen und musst das dann aus diesem Klumpen Zinn, der da ist, musst du das halt selbst wieder rausarbeiten. Und oder halt auch so Sachen wie bei den Omnimax, die halt ja im Prinzip ein kleiner Bausatz sind. Die sind nicht in der Lage, im Torso die Löcher ordentlich zu machen. Dass man die Arme und so weiter verankern kann, ja. Genau. Sondern also Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber man referenziert natürlich immer auch automatisch die Referenz am Markt sozusagen, ne? Aber wenn ich mir angucke, das ist nicht immer ganz fair, wenn ich mir angucke, was hier Games Workshop da so raushauen, ne? Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Klar. Ja, das ist, also es ist einfach nicht annehmbar, dass wenn ich ein gefühlt 50 Jahre altes Robotech Warhammer Modell aus Plastik habe zum Zusammenknipsen, das gefühlt stabiler ist als eine Zinnfigur, die man kriegt. Also geht einfach nicht. 50 Jahre ein bisschen viel, aber 40. Ja, es war halt Spaß. Aber das Ding schaut so alt aus. Ja, also ich verstehe es auf der einen Seite klar. Ne? Das ist denen ihr Franchise. Die haben die Lizenz dafür, dass sie halt die offiziellen Produkte davon vertreiben. Und dass es ein paar Hardcore-Leute gibt, die halt dann trotzdem da kaufen, ist gar kein Problem. Sie hauen ja auch immer wieder mal ein paar neue Modelle raus, die auch echt hübsch sind. Da war so ein riesen Transport-Vitol, den sie vor ein paar Jahren rausgehauen haben. Das ist ein Brocken, der sieht, wenn du den richtig gut bemalt hast, echt der Hammer aus. Aber wenn man sich dann mal guckt, dass sie halt dann da nicht hinterherkommen bei den Standardsachen, das ist halt echt schade. Und die 3D-Druckereien, die bieten das dann halt an. Das ist, du hast deine MWO-Figur, dein Omnimac in Konfiguration A und dann kannst du den auch in Konfiguration B direkt bestellen. Das ist möglich. Das geht. Genau. Und da muss man sagen, da ist schon wirklich viel versäumt worden. Und deswegen kann ich diese Seite nicht so richtig verstehen. Also nicht so richtig verteidigen. Im Endeffekt, ich sag mal, wenn es jetzt so wäre, dass es all diese Produkte gibt und die Leute trotzdem Produktpiraterie betreiben, das wäre nicht okay. Das wäre nicht okay. Aber es ist nicht der Fall. Ja, also das hatte dir auch schon mal vor einigen Podcasts gesagt. Das ist die Battletech-Community, die treibt sich schon selbst. Das heißt also, das, was in den letzten paar Jahren da auch ganz bestimmt denen an Euros und Dollars verloren gegangen ist, weil die Community halt dann umgeswitcht hat zu Druckereien anstatt halt zu den offiziellen Lizenzprodukten. Das ist halt, ja, es ist halt blöd, aber ja, den Zahn der Zeit, den haben sie leider nicht erkannt. Da ist was dran. Und sie haben das jetzt direkt an offiziell angekündigt, dass sie jetzt dagegen vorgehen? Also haben sie schon oder haben sie jetzt nur gesagt, ja, wir gehen jetzt dagegen vor? Oder? Ich habe das versucht mal nachzuvollziehen. Ich habe bis auf einen Post habe ich das leider habe ich das nicht weiter bei Catalyst finden können. Aber die Diskussion, die da halt auch ausgebrochen ist, die war schon relativ, relativ vehement. Und es scheinen wohl ein paar andere Leute, die halt auch bei Catalyst zu arbeiten oder zumindest da gute Bekannte zu haben, haben das wohl bestätigt. Dass die halt jetzt anfangen, gerichtlich gegen so Druckereien vorzugehen. Naja, dann schauen wir mal, was wir genau machen. Und ob sie auch irgendwie mal noch mal mehr aus dem Knick kommen, als jetzt nur das Battletech, das Kickstarter produzieren und dann wieder einschlafen. Das würde ich auch irgendwie nicht
wundern. Und das ist ja gerade durch Alpha Strike und man ist ja früher, hast halt einfach bunte Figuren auf die Platte gestellt und dann war es gut. Jetzt ist es eher so wie ich will ganze Kompanien, teilweise Bataillone, manche Leute stellen sich ganze Regimentskampfgruppen zusammen, ne? Mhm. Das ist schon abgefahren, ne? Es gibt ja jetzt eine Möglichkeit, ich weiß nicht mehr, es gab jetzt einen Kickstarter, da konntest du so deine Heldenfiguren dir so erstellen und so. Und auch in Farbe. Also du kannst jetzt wohl auch 3D-Farbdruck machen. Klar. Und das wäre ja natürlich geil für Battletech. Also das wäre ja dann eher was für mich, der keine Lust hat zu malen. Oder ich sag mal, nicht kann, nicht möchte. Für den ist es natürlich geil, wenn ich sagen kann, ich lass mir den jetzt in der Farbe, wie ich ihn brauche, mal drucken. Ja, klar. Ist natürlich super praktisch. Das ist halt immer so eine Frage, wie man drauf ist. Bei mir als Beispiel, es gibt von Bandai demnächst so eine riesengroße Space Marine Figur. Das war dann, tolle Figur. Ohne will kaufen. Ohne hat gekauft und dann mit dem Kumpel direkt zusammen und dann kam die Frage, ey, hast du eigentlich die bemalte oder die unbemalte Figur eingekauft? Das ist mir doch egal. Ich mag keinen Ultramarines. Den ropfe ich auseinander und pinsel ihn anders. Das ist auch was Therapeutisches, das Malen. Mhm. Das stimmt, das sehe ich auch so. Das muss ich auch sagen. Also mein Onai bemalter Orion ist der schönste Mac, den ich habe. Ah, Dankeschön. Ja, also da muss ich jetzt sagen, ich habe von Olli einen ganz tollen Zeus bekommen. Ja, Dankeschön. Sieht bei mir immer noch einen besonderen Platz in meinem Rollenspielregal. Sehr schön. Ja, aber ich sag mal, wir können immer das Thema, glaube ich, so zusammenfassen. Also wie gesagt, Verständnis gibt es grundsätzlich für alle Seiten. Nur ist es halt so, dass das einfach am Ende des Tages die Situation sich so darstellt, dass Catalyst einfach das verpennt hat über Jahre und jetzt versucht, dagegen was vorzugehen, was sie selber mit auch, vorangetrieben haben. Ne? Mhm. Durch ihr Nicht-Tun. Ja. Jo. Kann man so zusammenfassen. Mhm. Ja. Da kommen wir mal zum Ja. Und zwar, der Henning hat uns angeschrieben. Ist jetzt schon ein paar Folgen her. Danke, also, Henning. Genau, danke dafür. Er hat angefangen, das Tabletop zu zocken mit einem Kumpel. Zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, waren beide nur Anfänger und standen nicht so tief im Regelwerk. Und er wollte mal wissen, wie das so mit Kampagnen läuft, mit Szenarien, so szenarienübergreifende Kampagnen. Wie läuft das mit Mechs, die kaputt gehen, die repariert werden, wie man neue bekommt, etc. Und er hat auch von einer Geschichte erzählt, die uns, glaube ich, Olli erzählt hat, dass er im ersten Gefecht gleich irgendwie einen Atlas verloren hat, oder war das Hoshi? Ich weiß nicht mehr. Nee, das war schon bei mir. Beim ersten Chapter-Fight, das war gegen Team Bonsai, genau. Irgendwo in Bochum oder so war das. Und also man muss sagen, nur ganz kurz noch als Einleitung dazu noch, also das war jetzt keine so diese klassischen Kampagnen, die wir jetzt gleich noch sagen, weil das war so ein anderes Ding, was Liga-Gefecht. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch in der Form gibt. Die gibt es, ja, klar, sicher. Also immer noch mit, du bringst da einen Mech mit und du stellst Nein, das Format hat sich geändert. Du hast mittlerweile spielst du praktisch alleine und bist sozusagen, spielst eine Lanze oder halt auch mehr. Ne? Also das hat sich schon gewandelt. Das fand ich. Genau, das habe ich ja schon zigmal gesagt. Also damals fanden wir das ganz normal und jeder andere Ansatz war obszön. Heute fasse ich mal in den Kopf und denke mir, sag mal, wie konnte das eigentlich anders funktionieren, ne? Hm. Okay, also fangen wir an. Wir möchten, wie fängt man überhaupt an? Ich würde sagen, es gibt die Starterbox, wenn man mal anfangen möchte. Und die Einsteigerbox. Also die Einsteigerbox ist noch nicht da, die neue deutsche. Die Starterbox ist derzeit nur auf Englisch. Also beide sind nur auf Englisch erhältlich. Die normale Einsteigerbox kommt aber noch von Ulysses eventuell dieses Jahr. Die haben da im Moment auch keinen Einfluss drauf, wann wie was da kommt. Juhu! Aber das ist ein Einstieg. Man hat ein paar
ein paar Mechs. Ist im Endeffekt wie bei Warhammer Einsteigerbox. Du hast zwei Armeen und dann kannst du dir gegenseitig auf die Mechs hauen. Genau. Und da gibt es also ich sag mal, am Anfang meiner Meinung nach ist einfach einmal das Wichtigste mit diesen Regeln und mit den paar Figuren, die man hat und mit dem quasi Basis, die man zur Verfügung hat, um sich ein Gelände zu basteln, dass man einfach mal Spaß hat und ein paar Runden zockt. Also das ist meiner Meinung nach so das Richtige, um einen Einstieg zu machen in das klassische Battledeck. Genau, so ein One-on-One, Two-on-Two, also 1 gegen 1, 2 gegen 2. Das ist so der Klassiker, um reinzukommen. Übrigens, kleiner Tipp, fangt weder mit leichten Mechs an, noch mit Assaults. Auch Heavies nur bedingt geeignet wegen der vielen Waffensysteme. Mittelschwere Mechs mit einer 4-6er Bewegungsrate, gerade Centurion und Hunchback bieten sich da extrem an, sind perfekt, um das Handwerk Battletech zu lernen. Genau, und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, so Medium-Level Mech-Fights machen mir heute noch am meisten Spaß. Weil es sind einfach schnell zu bewegen, haben aber schon ordentlich Bewaffnung und ja, fallen einigermaßen schnell um. Genau. So, nicht ja, der Fehler war, ich glaube, mein erster Kampf war irgendwie Stinger gegen Spider. Das war überhaupt nicht lustig. Ouch, und da wollte ich schon fast wieder aufhören. Ich hatte ja den Stinger. Okay. Ja. Jetzt musst du für die jetzt noch nicht so drin sind, was genau Stinger Spider, was mal hat das für Max? Stinger ist ein 20-Tonnen-Light-Mech, hat eine Medium-Laser und zwei Maschinengewehre. Die Maschinengewehre haben eine maximale Reichweite von 3 Feldern in Classic Battletech. Und die Spider, und hat eine Bewegungsrate von 6,96, also schon relativ schnell, aber die Spider hat eine Bewegungsrate von 8, 12, 8 und hat 2 Medium-Laser. Also die triffst du praktisch nie. Ne? Mhm. Und der Stinger hat dazu noch eine schlechte Panzerung. Wie wir auf diese Paarung gekommen sind, der andere hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung. Verbuchen wir es mal unter, er hat mich übers Ohr gehauen. Ne? Aber dafür wurde es ein langer Abend. Ja, war ein langer Abend, das war sehr langweilig. Oder war es ein Locust vielleicht? Kann auch ein Locust sein, aber es hat ewig gedauert und ich habe mich gewundert, immer nur auf 11, 12 und 10 zu schießen und da triffst du halt nichts. Ne? Mhm. Habe ich das jetzt richtig interpretiert, dass du der Gegner warst, Donai? Nö. Nein. Ah, okay. Er hieß André und kam aus Dortmund-Lichtendorf. Das war irgendwie im Jahr 93, 94 irgendwie in der Ecke rum. Also schon ein paar Jährchen her. Hm. Also André, falls du zuhörst, shame on you. Shame on you, genau. Also das ist so das Classic Battletech. Es hat so ein bisschen was von eingedampfte Schachversion. Du legst eine Karte aus, maximal 2, stellst zwischen 2 und 4 Pippis pro Seite hin und Bögen raus, Würfel raus und los geht's. Das ist so das Brot und Butter, worüber man auch das Handwerk, so was gerade die Tabellen angeht. Gerade Battletech ist ja extrem tabellenlastig, was Vor- und Nachteil zugleich ist. Es gibt Leute, die hassen das. Und viele, so wie ich, sagen, ja, aber das ist halt Mittel zum Zweck, was das Spiel eigentlich so cool macht. Und wenn man es eine Weile eben in dieser Brot-und-Butter-Version gespielt hat, dann bist du so fit da drin. Also wir haben ja alle schon mal miteinander gespielt. Also ich bin jetzt nicht der super, super Regelfuchs, aber so die Grundrechenarten, die haue ich dir, glaube ich, wenn ich mich nachts um 5 Uhr weckt oder um 3, dann kann ich dir das runterrattern. Also und ich glaube, das werde ich auf meinem Totenbett noch können. Ja, genau. Also Olli, schnell, Medium Laser, 7 Felder weg. Was für Bewegung. also was mir total Spaß gemacht hat, wir haben immer, also gerade mit Anfängern haben wir so wir haben es immer genannt, The Roman Shootout. Also einfaches Feld aufgebaut mit einem Haufen Säulen drauf, also damit man immer wieder ein bisschen Deckung hat. Kann man ein bisschen variieren, ob man sie dichter stellt oder nicht. Also einfach ist ihn leicht auszudrucken, also sag ich mal, einfach runde Kreise aufs Feld legen, ist eine Deckung, ja. Und jeder kriegt einen Hunchback und einen Centurion, also zwei lustige Medium-Max, und dann wird gerauf geholzt. Und das macht einfach Laune mal. Mhm. Mhm. Okay, dann fangen wir mal an. Szenarien. Bevor wir mit Kampagnen kommen, machen wir erstmal Szenarien. Genau. Oder sind Szenarien eigentlich immer ein Teil einer Kampagne? Nee. Also Szenarien gibt es in allen Formen und Farben. Das so die einfachsten sind so in den Szenariobüchern, wo du auch relativ streng linear eigentlich einen gegebenen Konflikt nachspielst.
Das gibt es aus jedem anderen System auch. Wir haben ja auch schon so Gettysburg und so weiter, also echte Bürgerkriegssachen gespielt, du und ich, ne? Mit Infanterie und Artillerie und mit Reiterei und so weiter. Da spielst du im Prinzip nur fiktive Konflikte, die zur Hintergrundgeschichte von Battletech gehören, nach. Die sind teilweise ganz klein, mit, was weiß ich, 2-4 Einheiten pro Seite. Manche sind größer, andere sind schon echt gigantisch. Da gibt es in Szenario-Büchern, hier so Tri-Cross, muss ich mal so dran denken, das ist der Angriff der Jadefalken auf den Steinerplaneten Tri-Cross, beziehungsweise der Gegenangriff des Vereinigten Commonwealths. Da sind dann nachher schon so verstärkte Kompanien und ein Trinärstern von Clans auf der anderen Seite, also sowas 16 gegen 15, plus Infanterie und Mineneinsatz und Elementare auf der anderen Seite, vielleicht sogar noch Artillerie irgendwie offboard, also außerhalb der Karte, die schießt, oder Luftraumjäger, die angreifen. Also da kannst du dich schon locker mal einen ganzen Tag bis auch sogar mal ein ganzes Wochenende mit beschäftigen, je nachdem, wie schnell du bist. Andere Sachen haben wir hier im Ultra Comics in Nürnberg gespielt. Da waren wir in 2-3 Stunden durch. Ne? Und das ist so ungefähr von einem einzelnen Szenario ungefähr die Bandbreite, die sich so bietet. Genau. Und was man auch sagen muss, also weil eben die Frage kommt, wie kommen die Mechs, wie bekommt man Nachschub und so weiter, das wird eigentlich immer in den Szenarioregeln auch festgehalten. Also genau. Welche Kompanien kommen dazu, welche müssen überleben. Es gibt Szenarien, wo quasi was weg ist weg, Pech gehabt. Ja. Genau. Gibt aber auch genügend Szenarien, wo quasi in jeden Kampf frische Mechs dazukommen. Ja. Ja. Und das ist, sag ich mal, teilweise so minutiös runter bis zur genauen Variante der jeweiligen Mechs. Also ob es eine Standardvariante ist oder halt die Standardversion oder eine Abvariante mit Pilotennamen, dessen Rang sogar Shui Minobu Tetsuhara so ungefähr, ne? Und dann auch noch den Pilotenwerten teilweise, dass dann auch genau dabei steht, ob das jetzt ein 3-4er Veteran ist oder ein 4-5 regulär oder 5-6 grün. Ne? Gerade die Grey Death Legion Trilogie, eins der ersten Szenario-Bücher, war dann noch ziemlich hart, weil da sehr viele sehr schlechte Piloten da unterwegs waren. Und das ist dann schon anstrengend zu spielen, weil die nichts treffen. Ja, ich habe 2 Kellhounds durchgespielt, das war manchmal gruselig. Genau. Das möchte ich übrigens sagen, die Qualität dieser Szenario-Bände variiert extrem. Also es gibt eins, das ich sehr, sehr gut finde. Da hat man wirklich das Gefühl, die haben das mehrfach, die Szenarien durchgespielt und auch vernünftig gebalanced. Das ist das Ronin-Buch. Das kam, war übrigens eine deutsche Produktion. Das ist auch, soweit ich weiß, nur auf Deutsch erschienen. Vielleicht gab es mal eine Übersetzung irgendwo, aber auf jeden Fall war das ein Fan-Pro-Produkt aus Deutschland. Und das ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und sehr durchdacht, muss ich sagen, ist die Krone der Schöpfung. Und andere wiederum, wo du das Gefühl hast, die haben das nie gespielt, die haben das irgendwie ausgewürfelt oder so. Ne? Und Szenarien musst du mindestens 2-3 Mal spielen, um ein Gefühl dafür zu haben, ob das, was du da aufbringst, auch einigermaßen fair ist, weil Szenarien können nie 100% fair sein, weil sie sind ja asymmetrisch. Das heißt, du hast immer eine Seite, die irgendwie eine schwierige Aufgabe lösen muss, und dann bestimmte Kräfte dafür zur Verfügung hat. Wir spielen zum Beispiel am Samstag das erste Szenario aus dem Misery Band, das jetzt von den Bedingungen etwas lockerer gehalten ist, weil es eigentlich auch eine Kampagne ist, kommen wir gleich noch zu. Und die Angreifer, die Wolfsdragoner, müssen auf die gegnerische Kartenseite kommen, in die letzten 3 Hexfelder und dort sich mit Scout-Mechs oder mit Mechs aufhalten, um halt die gegnerische Formation zu scouten. Hält sich ein Mech für 3 Runden auf, ist die Aufgabe gelöst, oder 2 Mechs für 2 Runden oder 3 Mechs für 1 Runde. Ne? Muss aber erst mit 3 Mechs erstmal durch die Verteidiger durchbrechen. Dafür haben sie aber schwächere Mechs und der Unbedarfte, der guckt sich dann das Setup und sagt, die haben doch gar keine Chance, die haben doch nur leichte und mittlere und die Verteidiger, die haben ja schwere Maschinen. Ja, aber der Angreifer muss auch eigentlich nur durchrennen. Der braucht im Zweifelsfall keinen einzigen gegnerischen Mech abschießen. Muss mit 3 schnellen Mechs in diese 3 Felder rein für 1 Runde und dann wieder raus. Und das musst du erstmal aufhalten. Ne? Und das ist halt genau der Punkt, dieses Balancing, das so hinzubekommen und auch das Verständnis bei den Spielern zu schaffen, dass sie nicht nur auf Kills spielen, sondern auf Szenariobedingungen. Und das verstehen viele nicht. Wir hatten ein Chapter-Treffen beim Tri-Cross. Eigentlich hatten die Innersferler schon gegen uns Klaner gewonnen, aber einer war besonders gierig und wollte noch unbedingt einen Kill machen und sagt einen Death from Above auf eine Stormcrow an und pusht die damit ins richtige Feld, wo sie sein musste, um das Szenario zu gewinnen. Ja, das war legendär. Den Aufschrei, den höre ich immer noch.
habe geschrien vor Lachen. Das war Domino-Effekt, das war so geil. Großartig. Und ich sag, alle Spieler sollten sich auch nicht zu schlimm sein, wenn man draufkommt, das Szenariobuch, was man sich jetzt erstanden hat, ist wirklich komplett kacke vom Balancing her, dann spricht nichts dagegen, das auch selbst mal ein bisschen zu modifizieren. Mhm. Genau, also wir haben ein zweites Mal. Genau, also wir haben viele Szenarien modifiziert, also nicht ich, sondern wir haben das Glanschmod genannt, weil der Spieler, der das modifiziert hat, hatte Spitznamen Glansche. Warum, weiß ich nicht mehr. Und auf jeden Fall, da gab es die Glanschmod-Szenarien und die waren immer höchst minutiös gebalanced, weil das war so ein bisschen ein Regelschelden. Und der muss ich sagen, das macht dann einfach viel mehr Spaß, als wie dass man darauf beharrt, dass man immer dieses Mäh-Szenario durchkämpft. Hm. Ja, das sollte man ähnlich angehen wie ein klassisches Rollenspiel auch. Also wenn man merkt, also man spielt Szenario, aber die eine Seite, die ist viel erfahrener, wie auch immer. Die anderen, die haben erst dreimal Battletech gespielt, können gerade mal so mit Glück die Max auseinanderhalten. Dann genau. Kann man da schon ein bisschen was dran ändern. So, ja, aber also. Noch kurzer Funfact, weil das muss ich loswerden. Ronin, ja, ist ein deutsches Szenariobuch. Szenarioband 3034 AD und in dem O vom Ronin ist ein Clan Kid Fox drin. Echt? Oh Scheiß. Ja, oh Mann. Das hat mich damals schon gewurmt, aber naja, es ist aus meiner Sicht wirklich gehört zu den besten Szenariobänden. Die machen auch richtig Spaß. Da ist auch ordentlich Background dahinter. Ja. Genau. Hackratten. Also man, ja, genau. Man sollte immer sagen, also die ich sag mal die wie sagt man, historischen Klassik Nazis werden mich hassen, ja, aber ich bin immer dafür, dass man den Spielspaß voranstellt und eben auch entsprechend modifiziert, ja. Also ich habe zum Beispiel über den Zeitlauf von 6 Jahren auch bei wieder Rollenspiel beim das Schwarzen Auge die Filias und Saga komplett durchgespielt, ja. Und am Schluss hatte ich, glaube ich, 79 Seiten oder so mit Modifikationen zu den einzelnen Abenteuern, die da drinnen vorkommen, die ich vorgenommen hatte, aber es war einfach viel, viel lustiger zum Spielen. Die also, einzige Frage, die ich da jetzt habe, die wir jetzt unbedingt vorher noch klären müssen, bevor irgendwas anderes ist, hat jemand den Gong gehauen? Den Gong gehauen? Hä? Das weiß nur jemand, der die Feleason-Sage gespielt hat. So, keine Ahnung. Yep, ja, also kann ich mir, Hoshi. Ja. Yep. Ah, danke. Mehr wollte ich nie wissen. Entschuldigung, das war jetzt der Insider für DSA-ler. Genau. Es war ja die Frage, wie sie anfangen sollten. Wenn man im Battletech gerade so reinkommt. Genau. Also man sollte, gerade aus dem auch, man sollte immer damit rechnen, auch dass Spieler, wenn man selbst irgendwas designt hat, falsch abbiegen. Ja, genau. Genau. Also gerade selbstgemachte Szenarien, da ist echt viel Fingerspitzengefühl dabei. Ne? Weil Spieler machen garantiert was Unterschiedliches, ja. Also, ja, genau. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Aber das soll ich bitte nicht abschrecken. Probiert es trotzdem aus. Es macht Spaß, eigene Szenarien zu entwerfen und dann Tests zu spielen mit den Leuten. Aber seid euch einfach im Klaren, dass gerade wenn man damit anfängt, einfach noch viele Fehler passieren. Aber das gehört dazu und das ist auch ein Teil der Erfahrung, würde ich sagen. Ne? Ich möchte aber noch was zum Spielspaß sagen. Spielspaß generiert sich ja unterschiedlich. Der einen entwickeln Spielspaß darüber, indem sie einfach Mechs abschießen, die anderen, dass sie gewinnen. Ne? Die anderen haben einfach nur Spaß, überhaupt Püppis über die Platte zu schieben. Und zu der letzten Kategorie gehöre ich dazu, also taktisch anspruchsvolle Spiele zu spielen. Ich kann dabei auch gut verlieren, wenn es einfach der Gegner besser spielt oder wenn man einfach mal Pech gehabt hat mit den Würfeln. Das kann einfach, oder passiert häufiger mal, vor allem, wenn ich gegen Ike spiele. Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. ist so. Da bin ich irgendwie jinxed, verhext. Und von daher, das ist immer so eine unterschiedliche Sache. Man muss gucken, dass man die richtigen Leute dafür findet. Ich kenne ein paar Leute, die total gerne Szenarien spielen, für die das Höchste ist, weil sie sagen, ich will eben nicht immer dieses 1:1, dieses Schachspiel haben. Vor allem, weil Battletech ist ja Schach mit Würfeln am Ende des Tages. Mhm. Gewinnt zwar statistisch gesehen der bessere oder der erfahrene Spieler, aber du kannst halt auch einmal verlieren, weil du Pech gehabt hast. Und über diese Szenarien kannst du eigentlich als taktisch
erfahrener und begabter Spieler noch mehr rausholen aus der Partie, weil es eben nicht nur auf das Würfeln ankommt, sondern viel mehr dann halt auf das Ziehen. Und das ist manchen Leuten nicht gegeben. Ich habe Leute an der Platte erlebt bei Szenarien, die hatten, obwohl du es ihnen wirklich vorgebetet hast, worum es da geht, die es nicht umsetzen konnten. Und die werden halt nie Spaß in Szenarien entwickeln. Genau. Und man muss auch dazu sagen, es gibt ein paar Szenarien, wo es eigentlich absehbar ist, dass eine Seite verliert. Und da geht's eigentlich, also mir geht's dann darum, diese Seite taktisch so anspruchsvoll wie möglich zu spielen. Ja. Und es gibt aber Leute, die damit nicht umgehen können. Mhm. Ja? Mhm. Weil du bist einfach der Schwächere in diesem Szenario und du führst quasi einen Krieg gegen Windmühlen, so nach dem Motto. Ja? Und die Chance, dass du eine aufs Maul kriegst, ist sehr, sehr hoch. Ja? Und da darf man dann nicht quasi verzweifeln und nach der ersten Schlacht sagen, ihr könnt mich alle oder sowas. Also man muss quasi gewillt sein, so ein Szenario zu spielen, sonst sollte man lieber was anderes machen. So ist es. Da bin ich 100% bei dir und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Ja, was willst du sagen, Unai? Mein Tipp an der Stelle ist nämlich, wenn man da so sich so langsam reinschnuppern möchte, ist nicht direkt mit so einem dicken Szenarioband anzufangen, ja, sondern es gibt Erstschlag oder First Strike. Könnte man ja übrigens auch günstig bei Ralf Pater ergattern. Kann man solche Dinge auch als PDF kaufen, also richtig ja, offiziell. Ja, klar. Und das sind kleine Szenarien, manchmal nur Einzelspiele, also wo dann halt das Ziel vorgegeben ist, sondern muss man das erfüllen. Aber das sind nicht unbedingt aufbauende Spiele. Ein paar sind doch aufbauend, aber da kann man sich dann so rantasten, damit man so ein Feeling dafür bekommt, dass man halt Battletech auch ein bisschen auf einem anderen Niveau spielen kann, als einfach nur, ja, zwei Mechs pro Seite und der zum Schluss steht, hat gewonnen. Piratenregel. Genau. Das ist so mein Tipp für die Anfänger. Das ist ein sehr guter Tipp, unterstreiche ich absolut. Was ich auch noch sagen kann, es gibt bei den Szenarien natürlich auch noch mal interne Unterschiede, also nicht nur von der Größe her und der Komplexität des einzelnen Gefechtes, sondern es gibt Szenariobände, wo die Szenarien aufeinander aufbauen und sich bedingen. Tricross hatte ich ja vorhin schon genannt. Da gibt es so im Mittelabschnitt eine Reihe von Gefechten, die einander bedingen. Und die, sowas finde ich schon wahnsinnig reizvoll. Also ein Szenario für sich spielen mache ich schon ultra gerne, viel lieber als dieses 4 gegen 4. Aber wenn man überlegen muss, wie man aus der Partie auch noch rauskommt, damit es für die nächste Partie, für die eine Seite noch möglichst günstig und für die Gegenseite natürlich entsprechend ungünstiger wird, das fügt nochmal eine Dimension hinzu und die bereitet mir extrem viel Freude und das werden wir gleich nochmal auf eine ganz andere Ebene ziehen. Aber das in den Kampagnenbänden vor allem, wenn ihr da irgendwie 1, 2, 3 Freunde habt, die auch zuverlässig sind, die ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Ich habe mit Icke zusammen und ein paar anderen haben wir die Grey Death Legion durchgespielt und zwar zum Schluss halt die Kampagne auf, ich will immer Trell sagen, aber das ist falsch. Hilf mir doch mal, Sternbund, Dingsbums, Marienbaum. Helm, genau, die Helm-Kampagne. Ich habe sie sogar insgesamt schon zweimal durchgespielt. Und das hat so viel Spaß gemacht, das aufeinander aufzubauen und zu sehen, dass man seine Mechs und sein Material, also seine Piloten hegt und pflegt. Das ist so rewarding und das gibt der ganzen Sache eine ganz andere Tiefe. Vor allem, du überlegst zwischen den Partien so, wie sieht's aus, wie mache ich es beim nächsten Mal und so, für die Partie danach auch noch. Und vor allem, wenn du so ein ganzes Wochenende hast, wie beim Chapter-Treffen und die Leute dann nach den Partien noch mit einem Bierchen in der Hand stehen und quatschen über die Geschichten und sich schon heiß machen für das nächste Spiel am nächsten Tag, das ist Creme für mich. Ja, definitiv. Das macht das Ganze auch aus, ja. Ja, Szenariobände, zusammenhängende Kampagnen innerhalb von einem Szenariobuch ist eine Sache, aber da gibt es halt noch 2,5 Ausbaustufen oben drüber, würde ich mal sagen. Oh ja. Da gibt es einmal, wie heißt die, Chaos-Kampagnen, ne? Ja. Genau. Das kann man für Classic Battletech als auch Alpha Strike spielen. Das heißt, beide Seiten haben einen gewissen Pool an Punkten, aus denen sie halt ihre Armeen zusammenstellen können, so ganz klassisch wie bei fast allen Tabletops halt auch.
Und meistens ist dann eine Seite der Angreifer, planetare Invasion oder ein Scouting oder ein Diebstahl von irgendeiner Technologie oder was auch immer. Und die andere Seite versucht das natürlich entsprechend zu verhindern. Mhm. Und am Ende des Tages ist es halt so, dass da der Ausgang des Gefechtes auch nicht nur das nächste feststehende Szenario bedingen, sondern darüber entscheiden, ob du jetzt bei einer dynamischen Kampagne, ob du weiterhin in der Offensive bist oder in die Defensive gedrängt wirst oder erstmal ein, sag ich mal, Bewegungsgefecht ausspielen musst, um dann den weiteren Fortgang zu beeinflussen. Und es kann auch mal sein, dass die Angreifer durch eine Serie von Niederlagen zurückgeschlagen werden und irgendwann um ihren Abzug an ihren Landungsschiffen dann kämpfen müssen, während die Verteidiger nachdrängen. Also das heißt also, während alles, was wir vorher jetzt gesprochen haben, rein linear ist, mit minimalen Auswirkungen auf die nächste Geschichte oder mit kleineren Auswirkungen, hat das eine ganz andere Dynamik, hat aber auch das Risiko, dass mal richtig was schief gehen kann. Und ich glaube, Hoshi, du erinnerst dich da ganz gut an unsere dynamische Kampagne, die wir auf dem Chapter-Treffen gespielt haben. Ja, richtig, ja. Was ist da passiert? Weißt du es noch? Du hast mich jetzt zu schnell gefragt. Icke war auch dabei. Icke, kannst du dich daran erinnern? War das nicht, ich glaube, mich zu erinnern, dass wir irgendwann mal auf hinter der Mauer standen und sie einfach über die freie Fläche kamen. Ah, ja, genau. Genau das. Exakt. Stimmt. Ja, erzählt mal, Jungs, ich bin nicht die ganze Zeit alleine hier, sonst ist es ja langweilig für mich. Erzähl also mal, wie war das? Darum, wir haben ja eine, also wir haben aufgebaut, das heißt, es stand viel Gelände da und es wo jeder konnte sich was nehmen und wir haben halt uns eine Verteidigungsposition gebaut, weil wir wussten, okay, wir verteidigen die, deren Aufgabe ist, durchzubrechen. Und dann haben wir auf der einen Seite so eine, also praktisch alle unsere Mechs standen in Verteidigungsposition hinter hüfthohen Fels. Und auf der anderen Seite haben wir so eine Sprungtruppe gehabt. Mhm. Und ich weiß nicht mehr warum, aber sie kamen irgendwie alle direkt über die freie Fläche gelaufen. Ja. Taktisch gesehen natürlich vom Angreifer, vor allem so zentral mitten ins Feuer reinzurennen, der Wahnsinn. Ich habe da schon gesagt, so unsere Verteidiger, also ich wäre über eine der Flanken gekommen, wo wir hätten arg umdisponieren müssen und einige Runden Feuer verloren hätten und vor allem auch nicht so effektiv hätten schießen können. Aber unabhängig davon, die Situation war schon so gelaufen, dass wir den Vorteil in dieser Defensive hatten, dass wir das Gelände so verteilen durften, wie wir mochten und damit das Ganze schon in die Richtung gedreht hat. Und die Verluste der Angreifer waren nach diesem Angriff so extrem, dass eigentlich das Spiel schon entschieden war. Ne? Das heißt, bei so einer dynamischen Kampagne kann das Spiel halt auch mal kippen. Und das wird bei der nächsten Ausbaustufe noch mal klarer, weil wenn da ein schlechter Grand Commander ist, der schlechte Entscheidungen trifft oder wenn ganz viele verschiedene Köche versuchen, an diesem Brei herumzudoktern, ne, dann wird's halt richtig bösartig und das kann dann auch schon mal schnell die Laune verhageln. Das heißt, im Optimalfall hast du auf beiden Seiten zwei relativ erfahrene Kommandanten, was das Taktische und Strategische angeht. Die haben ein paar Leute um sich herum, die ihn beraten, auf die er dann auch, wenn guter Rat kommt, dann hört. Aber halt nicht, dass jeder macht, was er will. Und am Ende des Tages sozusagen das Ganze dann auf der Platte dann entschieden wird und nicht halt vorher schon am großen grünen Tisch, weil der eine halt nur Mumpets gemacht hat, während der andere ein gutes Spiel abgeliefert hat. Mhm. Und vielleicht auch eine große strategische Fehlentscheidung vielleicht dabei war, die dann halt alles dann, ne? Ja, also das ist auch, ich glaube, damals war es auch so, dass die Angreifer dann irgendwie die Flinte ins Korn geworfen haben und deshalb einfach so übers Feld marschiert sind. So nach dem Motto, ist eh egal. War es nicht. Und es war aber nicht so. Also es gab schon taktische Möglichkeiten, das anders zu spielen, sage ich mal. Sie haben sie nur nicht gesehen. Genau das meine ich, ne? Ja. Und ich habe da jetzt zwei Beispiele aus sehr großen Kampagnen. Die waren noch mal eine Nummer größer. Ich war irgendwann in den 90ern, Mitte der 90ern, auf dem Galahad-Manöver, das findet, glaube ich, bis heute noch statt, jetzt vielleicht durch Corona in diesem Jahr nicht. Eine Woche lang Battletech, damals waren es 80 Spieler und 20 Betreuer sozusagen, Koordinatoren, die halt auch gekocht haben, die Schiedsrichter waren und so weiter und so fort. Und das war auf einem Zeltplatz irgendwo an der Lahn. Und da war es halt so, dass der Davion-Kommandeur
weil er ein sehr defensiver Typ war. Ich glaube, McClellan wäre so das Äquivalent aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, ne? Am Arsch der Welt seine Truppen gelandet hat, dass sie ewig gebraucht haben, um einzugreifen und ihre Söldner, die wesentlich näher an den Objectives gelandet hatten, waren, inzwischen schon nahezu verheizt waren, bis sie dann eintrafen. Und damit war die Partie oder sag ich mal die Kampagne eine Woche lang schon relativ vorentschieden, und zwar ab dem Zeitpunkt, als die Davians so am Arsch der Welt gelandet sind. Und das ist natürlich blöd für die Leute, die Davian spielen. Und wir Kuritas, oder wir haben sehr gelacht, ne? Also wir waren eigentlich auf, haben die Marks unterstützt bei dieser Kampagne. Aber im Endeffekt war das in dem Moment, wo diese strategische Fehlentscheidung getroffen wurde, schon das Ding gelaufen. Und das ist auch für die Organisatoren ärgerlich, ne? Und sie können ja schlecht eingreifen und sagen, sag mal, Junge, was du da machst, ist Quatsch, ne? Vor allem, wenn er dann vielleicht noch stur ist und sagt, nein, wir machen das jetzt so, tja, vorbei. Ja, wir haben uns auch mal ein Szenario gebaut, nach diesem Buch von der Grey Death Legion, ich weiß jetzt nicht welches das war, wo sie auf diesem Dschungelplaneten sind, den sie quasi befreien müssen. Vertandi. Ja, genau. Und da kommt es auch extrem drauf an, von der Seite her, wie du mal als Grey Death Legion deine ja eigentlich unterlegenen Stellungen baust, um die Kuritas da reinzulocken. Und bei den Kuritas kommt es extrem drauf an, ob du quasi so dämlich bist wie die im Buch oder ob du deine Schiffe etwas schlauer landest. Ja? Ja. Also das ist extrem schon abhängig davon, was quasi wie du das Szenario startest, jede Seite, kann das extrem spannend sein oder extrem frustrierend. Ronin-Kampagne. Du bekommst dein Landungsschiff unterm Arsch weggeschossen und deine Max verglühen im Orbit. Herzlichen Glückwunsch. Deine drei Tage sind innerhalb von 20 Minuten dann halt mal frei geworden. Ja, Gegenbeispiel jetzt allerdings von einer anderen Kampagne, die ich ja in Hamburg gespielt hatte. Gott, das war jetzt schon nicht mehr dieses Jahr, sondern letztes Jahr, ne? Das war um Gottes Willen. Näher anderthalb Jahre, ist schon wieder so lange her. Genau, da hatte ich da mit denen gespielt und die Gegenseite war strategisch in etwa ebenbürtig. Ne? Also die haben auch solide gespielt. Ich bilde mir natürlich ein, dass ich hier als Grand Commander der Kuritisten ein bisschen besser gespielt habe natürlich. Aber am Ende des Tages waren die strategischen Züge nicht die entscheidenden, die über Sieg und Niederlage final entschieden haben. Klar haben sie, würde ich mal sagen, habe ich so ein bisschen die Chancen für uns verbessert. Ich hatte auch ein, zwei Leute dabei, die mich echt super beraten haben. Nochmal vielen Dank dafür. Aber entscheidend war das, was auf der Platte passierte. Und das hat man nachher gesehen, dass ich wahrscheinlich im Schnitt auf der Kurita-Seite etwas mehr erfahrene Leute hatte, die einfach fitter waren, was so die taktischen Manöver auf der Karte hatten. Anging. Und das hat sich dann halt im Laufe der Kampagne immer mehr gezeigt, aber das ist nicht sofort gekippt, nicht am ersten Tag, sondern erst im Laufe des zweiten Tages. Und das ist dann sozusagen eine sehr befriedigende Kampagne für alle gewesen. Keine Seite hat wirklich fatale Fehler gemacht, alle haben ihr Bestes gegeben, beide Seiten hatten Siege und Niederlagen. Und eine Seite hat dann halt gewonnen am Ende des Tages. Und zwar nicht jetzt so super überdominant, dass die anderen halt total schlecht dastanden, sondern mit einem soliden Unterschied, aber jetzt halt nicht die anderen halt weggemetzelt. Und das ist dann so der Idealfall eigentlich von so einer Situation. Ja, aber das funktioniert halt auch nur dann, wenn das einigermaßen balanced ist. Also sowohl auf strategischer Ebene als auch von den Streitmächten, die man gegeneinander hetzen kann. Genau. Und wenn beide Seiten es ernst nehmen, aber nicht zu ernst. Gentleman Agreements, vernünftige, weil am Ende des Tages alle Spieler sollen Spaß haben, auch die unterlegene Seite. Es geht nicht hier darum, um irgendwelche realen Krieger an der Platte auszufechten und den anderen niederzumachen. Man muss sich in die Augen gucken, man muss sich die Hand geben. Beide Seiten sollen Spaß haben. Und ich bin auch sehr offensiv bei der Kampagne drangegangen. Ich hätte sicherlich mit strategischen Entscheidungen, wenn ich ein bisschen defensiver gezogen hätte, zwischendurch ein vom Punktewert besseres Ergebnis erzielt. Aber meine Spieler hätten weniger Spaß gehabt. Das ist etwas, was ich erst lernen musste. Früher war ich total fixiert darauf, nach Punkten maximal zu gewinnen, um zu zeigen, was für ein toller, taktisch, strategischer Hecht ich bin. Das hat mal funktioniert, mal nicht. Ne? Nicht immer sind die Würfe für dich und nicht immer hast du die Mitspieler dabei, aber was du tendenziell dadurch eher tust, den Leuten, die an der Platte sind, ein bisschen das Spiel vergällen.
Und darum geht es ja eigentlich, dass wir miteinander Spaß haben. Genau. Und da muss man sich hintasten. Genau, das muss ich auf die harte Tour lernen. Die Frage, was mich jetzt immer stellt, ist, wenn wir eine Kampagne oder Szenario haben, die auf eine historische, also Battletech-historische Sache fußt. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel diese dynamische Kampagne machen, mit eine Seite landet irgendwo und ich schaue es mir dann mal an, was ich habe, was der hat. Wie suche ich mir aus, was wer hat? Weil ich kann doch einfach sagen, okay, ich nehme einfach 500 Atlasse mit und gut ist. Punktewerte, also gibt es ja verschiedene Values. Du kannst, also der Klassiker ist nach Tonnage, aber Tonnage ist relativ schlecht geeignet, meiner Meinung nach, weil ein 60-Tonnen-Quickdraw ist nicht mit einem 60-Tonnen-Awesome vergleichbar. Ne? Mhm. Ein 80-Tonnen-Charger ist nicht mit einem 80-Tonnen-Awesome vergleichbar, vom Kampfwert her. Und daher ist Tonnage eigentlich mit der schlechteste, weil wenn erfahrene Leute nach Tonnage spielen, landest du eigentlich bei fast nahezu einer identischen oder sehr, sehr ähnlichen Aufstellung, weil es gibt nicht so viele Mechs, die nach Tonnage einfach gut funktionieren. Hm. Zumindest nicht, wenn du unbedingt gewinnen willst. Wenn du nach Flair spielst und sagst, ich spiele halt gerne einen Marauder 3R wie ich, dann scheiß drauf, ne? Dann kannst du auch die 15 dafür ausgeben. Aber sag mal, du willst beide sein und willst gewinnen, dann bist du da eher nicht aufstellen, weil selbst in anderen Varianten, also das ist ein zu großer Nachteil. Das heißt, du bist dann immer nur beim D-Land. Der wiegt nur 70 Tonnen. Ja. Du leckst gerade nur bei mir oder bei euch auch? Hm. Ich bin noch. Sorry. Oh ja, okay. Also ich tue nichts. Ich tue nichts. Da ist es. Ich mir da kurz an. Ja, also ich bin immer keine Marge zu spielen. Der Max. Das ist der Unschild. Für deine Lanze, dann kommt immer das Gleiche raus. Ja? Hm. Wenn du min-maxen willst. Genau, min-maxen. Und deshalb gibt es halt einen besseren Weg, den Battle Value. Ja? Also da wird quasi jedem Mech sein Battle Value zugewiesen. Gibt es sehr gute vorgegebene Werte dafür. Ja? Und dann sagt man eben, eine Seite, also beide Seiten kriegen so und so viel Battle Value zur Verfügung und dann kannst du es quasi aussuchen. Dann kommt meistens was, also wesentlich gebalancederes raus, wie wenn du nach Tonnage spielst. Und gemischteres, sagen wir es mal so, ne? Genau, und also viel gemischteres. Battle Value ist nicht perfekt, ich würde auch nicht sagen sehr gut, ich würde sagen schon gut auf jeden Fall. Es gibt auch Argumente dagegen. Aber die Auswahl an Mechs ist viel größer und vor allem du kannst es halt auch interessanter gestalten für alle Beteiligten. Genau, ich erinnere daran, ich glaube, wir hatten ein Szenario, wo wir nach Battle Value aufgestellt haben und Story und ich sind auf die blöde Idee gekommen, drei Panther mitzunehmen, die für Lightmechs einen scheiß Battle Value haben. Ja. Und das waren unsere vollen Bringer-Mechs. Also es ist, man kann dann wirklich eben ungewöhnliche Mechs aufstellen, die, weil man eben mehr davon hat. Ja, also genau. Was meinst du mit mehr davon haben? Naja, ja, also ich kann ja mein Battle Value quasi ausfüllen und wenn ich jetzt dann, sage ich mal, den Min-Max besten Mech hernehme, keine Ahnung, wie du eben sagst, Atlas hat ja ein riesiges Battle Value und ich krieg vielleicht, keine Ahnung, drei Atlas mit. Und mein Gegner nimmt halt, sage ich, vom Battle Value viel schwächere Mechs und nimmt halt, keine Ahnung, vier Panther, fünf Hunchbacks oder sowas, ja. Dann werden meine drei Atlas wahrscheinlich auch auf Neu kriegen. Mhm. Ich glaube, bei Szenarien oder bei den Panis auch mal auswürfeln, also ganz platt, gibt es sogenannte Hauswürfellisten für leichte, mittelschwere, schwere und überschwere Mechs, ne?
Und dann wird gesagt, du hast jetzt 4 Lanzen zur Verfügung, davon sind 2 leicht, eine mittel und eine schwer. Und dann würfel mal. Und wenn du Pech hast, dann hast du echt eine totale Gurkentruppe, die vor allem null homogen dabei ist. Also irgendwie, keine Ahnung, Zikada und Hunchback in der mittelschweren Lanze. Kann auch irgendwie funktionieren, aber ich sag mal, würde ich jetzt als Militärtakter, als Kommandant nicht aufstellen. Weil die Zikade wird die ganze Zeit durch den Hunchback gebremst und kann ihren größten Vorteil nur im Gefecht, im direkten Gefecht ausspielen, aber sonst halt gar nicht. Mhm. Oder du hast halt 4 Zikaden und auf der anderen Seite stehen 4 Wolverine-Marek-Versionen. Da wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Paarung. Und das ist halt, ja, die Marek-Wolverine ist eine der besten, wenn nicht sogar der beste mittlere Mech auf 30-25er-Tech. Und die Zikada ist der kampfschwächste mittlere Mech mit seinen 40 Tonnen und Papierpanzerung und ein Medium Laser und 2 Small. Ein Medium, 2 Small. Grandios. Ein Medium, 2 Small. Das ist nicht so viel. Und das ist halt einfach so, dieses Auswürfeln, das verstärkt diese Glückskomponente noch mehr. Was mache ich hingegen? Entweder mache ich Battle Value von vornherein, aber das finde ich eher ein bisschen schlecht. Ich gucke mir an, was habe ich in Figuren? Was würde ich denn als Einheit, als Kommandeur aufstellen würden? Was ergänzt sich ganz gut? Zum Beispiel bei mittleren Mechs. Entweder eine Mischung aus bodengebundenen und sprungfähigen oder eine reine Springerlanze, eine 5-8er oder 6-9er Lanze, vielleicht 6-9 und 5-8 auch noch gemischt. Das ginge auch noch. Aber jetzt ein 4-0er, 4-6er und ein 6-9er würde ich jetzt nicht mischen. Also sehr unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten würde ich jetzt eher nicht mischen. Und dann gucke ich, dann packe ich die im Battle Force in dieses Tool rein von Skunk Software Works, ne? Battle Balancer oder wie heißt der? Nee, Master Units? Das ist ja, warte mal. Es ist wie Force Balancer oder so heißt der. Habe ich gestern noch oder vorgestern noch benutzt, ey, das gibt's ja gar nicht. Also du packst praktisch deine. Du sagst, welche Mechs du hast und dann mischt er das praktisch durch. Nee, gar nicht. Also Force Balancer, da suchst du halt von beiden Seiten halt die Mechs aus, die du haben willst und dann berechnet er gleich den Combat Value oder den Battle Value und dann kannst du auch noch Pilotenskills eingeben und dann kriegst du unten unterm Strich die Summe, wie viel du hast und wie viel dann die Gegenseite hast. Und dann nähere ich sozusagen beide Seiten halt ungefähr an, so dass sie dann auch Sinn ergeben. So habe ich es auch am Samstag gemacht für das Misery-Szenario. Hat im Endeffekt sind vom Battle Value beide Seiten gleich, aber die Kuritas haben mehr Tonnage. Liegt einfach daran, dass die Angreifer, die Vostragoner, ein paar coolere Varianten haben als die Kuritisten. Dafür haben sie die Kuritisten halt ein paar mehr Panzerungsplatten im Endeffekt und eigentlich auch ein bisschen mehr Waffenpower. Und man muss auch ja? Ganz kurz, an der Stelle möchte ich auch einwerfen: Viele Leute kommen ja aus den Computerspielen jetzt zu Battletech, zum Boardgame. Und genau wie auch Aufstellungen, die vor allem sich mal im BO-Spieler zu die falschen Mechs auszuwählen. Ja. Wenn man darf nicht veröffentlichen, die BO zu nehmen, weil das Spiel einfach auf diesen 12 Kampf mit hört hinein. Hat mit Battletech auf der Platte nichts zu tun. Und die Mechs funktionieren ganz anders. Korrekt. Also Vulkan ist scheiße. Den spielt man nicht. Naja, Vulkan genau. 5T, der taugt was, ne? Aber es ist eine Variante wieder. Aber der Standard Vulkan 2T, der ist einfach kacke. Ne? Und das ist halt so natürlich, da geht es ein bisschen auseinander. Wir spielen ja in der Regel mit Stockmechs beziehungsweise offiziellen Varianten nur, weil wenn du anfängst zu customizen, da lassen sich einfach zu fiese Sachen machen und das macht am Ende dann gar keinen Spaß mehr. Vor allem, du weißt ja auch nie, was der Gegner da drin hat. Es geht ja, überleg mal, du spielst eine Partie Schach und du hast keine Ahnung, wie die Dame zieht oder wie der König springt. Auf einmal springt die Dame und der König zieht diagonal. Dann denkst du auch, what the fuck, ne? Und das ist halt dieses Merken, welcher Mech dann was kann, das ist allein wahnsinnig. Deswegen, der Vergleich mit Schach ist schon ganz gut. Und es gibt eh schon wahnsinnig viele Variablen im Spiel. Wenn du noch mehr reinpackst, irgendwann wird es dann zu viel. Genau, man sollte möglichst zum Beispiel auf ein und derselben Tech das Ganze zusammenstellen. Ja. Asymmetrisches Tech wie Clan gegen Innersphere ist schwer zu balancen. Ja,
Was ich noch sagen wollte, ist für die, die es jetzt noch nicht so genau wissen, wenn Olli oder Hoshi oder ohne 464 oder 585 oder so sagen, also 4 gehen, 6 rennen, 4 springen. Also das ist praktisch mal die Geschwindigkeit, wie sich der Gegner vorkommt. Erst gehen, rennen und dann springen. Genau. So, auf den Hexfeldern, auf unseren heiligen Papierbögen. Genau. So ist es. Oder aus Ollis heiligen Fahnenstoff. Ja, genau, genau, genau. Ich habe auch jetzt welche aus abwaschbarem Neopren, egal. Das heißt, man darf Getränke auf der Platte haben? Ja. Ja. Tsunami machen, wenn du willst. Gut, aber die Figuren werden dann trotzdem erstmal getauft. Ne? Mhm. Und die Bases. Mhm. Man musste dann trotzdem erstmal das ganze klebrige Zeug wieder wegmachen. Also ich bin nur Wasser. Getränke nicht an der Platte, auch nicht Wasser. Genau. Und dann später die Blutspritzer runterzuwischen, ist auch nicht gut. Okay. Ja. Genau. Nee, also das ist eine Methode, also die ich Force Balancer, ich habe dir den Link hier, Ike, auch gerade schon mal reinkopiert. Ne? Da gibt es echt ein paar sehr geile Tools. Vor allem das Schöne ist an dem SSW Force Balancer, wenn du dann deine Force zusammengestellt hast, die Pilotenwerte verteilt hast, sogar auch die Logos reingeladen hast, Kurita, Wostragona, Davian oder was auch immer, dann kannst du diese Force halt auch ausdrucken und dann kommen die Record Sheets gleich mit den Logos und den Pilotenwerten raus. Das heißt, du musst die nicht einzeln noch raussuchen, sondern alles in einem Badge sofort ausdrucken. Ist super praktisch. Kostet mal ganz das Tool. Was lade ich da jetzt genau rein? Ich muss also schon selber meine Armeen auseinander dividieren. Sagen, der hat die Armee hat die Leute, oder wie? Du packst den Fundus mal da rein. Ja. Alles. Alles, was ich an Figuren habe? Nein, nur die du aufstellen möchtest. Ja, also für beide Seiten aber. Genau. Genau. Okay. Und dann sagt er, hieraus mache ich dir jetzt, dass ungefähr gleich das Battle Value verteilt ist. Nee, er zeigt dir unten an, was halt, er berechnet es automatisch. Ne? Und das heißt, das ist eine Zoom-Funktion, eine ganz simple. Und er hat halt in der Datenbank jede Variante hinterlegt, die es so gibt. Und aus der kannst du wie aus dem Kartenmenü im Restaurant halt aussuchen, à la carte. Und dann sagst du ja, was weiß ich, 2 Katapult C1, ich will noch ein Panther 9R. Ah, okay, aber ich pack meine, nehme also pro Seite, lade ich das einmal rein und dann sage ich, kann ich daraus sagen, okay, ich möchte jetzt aus den Figuren folgende Varianten haben. Und dann druckt er mir daraus das raus. Okay. Also wenn jetzt dann nicht, ich packe alles rein und er macht mir daraus ein Szenario. So nicht, dass ich wüsste. Nee, es gibt tatsächlich auch Force Balancer. Ich glaube, irgendwo gibt es Preset-Szenarien, die man auch laden kann, wo man es dann einfach nur lädt und dann kann man es ausdrucken, meine ich mal gesehen zu haben. Bin ich mir aber jetzt gerade nicht 100% sicher. Aber grundsätzlich ist es halt total praktisch, weil du es halt nicht handschriftlich machen musst auf dem Zettel. Du musst nicht alles von einem Taschenrechner oder zusammenrechnen, sondern er macht das alles für dich. Und auch wenn du die Pilotenwerte veränderst, Standard ist ja ein 4 Gunnery, 5 Piloting, du machst dann auf einmal 3 Gunnery und 4 Piloting dann daraus, erhöht er dann halt entsprechend den Battle Value von deiner Figur. Oder mich. Genau, musst du vorher festlegen, später ist das halt blöd. Genau. Also das ist schon sehr vom kostenloses kleines Tool, Java-basiert, wenn ich mich nicht irre. Also es geht schon echt gut. Und da gibt es eine ganze Reihe von. Also ich habe diesen Battle Force Balancer. Den benutze ich da sehr, sehr regelmäßig. Und dann ist natürlich die Sache, dann hat man das Szenario, die Kampagne am Laufen. Und dann werden einem die Lieblingsblechkrieger dann auf einmal beschädigt oder zerstört. Wow. Genau, dazu gibt es im Prinzip bei den vorgefertigten Szenariobüchern gibt es dann halt im Vorfeld da spezifische Regeln, die sagen, wie man in solchen Fällen verfahren sollte. Der Klassiker, zerstört ist zerstört. Da kann man nicht viel machen. Aber beschädigt gibt es halt, also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Manche setzen dann für bestimmte Runden aus, andere sagen dann, musst du jetzt nochmal eine Auswertung machen auf dem Datenbogen, wenn da noch ein bisschen was von vorhanden ist, dann darfst du den später wieder einsetzen oder der wird halt eingedampft. Ja. Das kann man beliebig detailliert machen. Also ich glaube, in der allerersten Version vom MechWarrior Companion konntest du, glaube ich, bis auf die Stunden genau ausrechnen, wie lange jetzt der arme Techniker braucht, um den wieder herzurichten. Also da konntest du ein halbes Ingenieursstudium draus machen.
Ja, definitiv. Mhm. Gerade beim MechWarrior RPG, glaube ich, und da war das alles minutiös, bis auf halbe Stunde runter, mit Panzerung austauschen und so weiter. Ne? Also das war nicht so, da war ich am Anfang ziemlich enttäuscht, weil ich dachte, na geil, jetzt aus dem Gefecht raus, und dann reparierst du mal so eben. Und dann wurde mir klar, was so eben bedeutet. Dass der Mech da mal so 24 Stunden lang weg ist, und selbst wenn es gut lief und er nur ein paar Tonnen Panzerung verloren hatte, war er für mehrere Stunden dann nicht verfügbar. Und da ja eine Runde 10 Sekunden dauert, sind so 2-3 Stunden schon ziemlich viele Runden. Mhm. Mhm. Also da kann man natürlich Hausregeln oder vereinfachte Regeln benutzen. Zum Beispiel bei Alpha Strike, der Chaos-Kampagne, der dynamischen, ist es halt so, dass du nachher für jeden Mech, der abgeschossen wurde, einmal würfelst, ob der noch auch zum Beispiel wieder repariert oder gesellschaftet werden kann, also erbeutet und wieder zusammengeflickt. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war, ob es 10, 11, 12 gewesen ist oder höher, ne? Also von mir 2W6. Da gab es auf jeden Fall Regeln in diesen dynamischen Kampagnen, wie du mit abgeschossenen Mechs dann nachher umgehst und wie schnell, ich glaube, so defekte oder beschädigte Mechs haben per se dann am nächsten Gefecht nicht teilnehmen können oder mussten in dem Zustand eingesetzt werden, in dem sie halt am Ende des vorangegangenen Gefechts dann halt waren. Ne? Und das ist aber relativ simpel gehalten. Und ich finde, das muss man auch nicht übertreiben. Also dieses bis auf die Platte genau, das macht die Leute nur wahnsinnig und das dient auch nicht dem Spiel. Und hier wieder, echt, denkt an, was den Spielspaß bedeutet. Wenn ihr den Spielspaß daraus zieht, alles so minutiös wie möglich zu machen, um es möglichst realistisch zu gestalten, dann ist das euer Weg. Aber dann sollten auch bitte alle damit einverstanden sein. Oder ihr sagt, nee, uns ist das auf der Platte wichtig, das andere ist so ein bisschen Unterfütterung, es soll der Sache dienen, dann eine vereinfachte Version davon nehmen. Ja, also ich bin auch hundertprozentig derselben Meinung. So maximaler Detailgrad, den kann man sich, wenn man möchte, fürs Roleplay aufheben, weil da hat man keine zwei Kompanien oder Bataillone auf beiden Seiten, sondern da möchte man ja gerade Liebe fürs Detail entwickeln, aber wenn es halt wirklich darum geht, so ein Szenarien durchzuspielen, Kampagnen durchzuspielen, dann sollte man das doch eher simpel halten als unnötig kompliziert. Genau, bei RPG kann man dann mehr Tiefe reinbringen. Dann hat man trotzdem eine Amazone, die den Gong läutet. Ja, und das macht auch Spaß. Also wenn du dann anfängst, wir haben es ja auch gemacht, Icke, mit einer Lanze, mit der ganzen Logistik dahinter, mit Ersatzteilen und mit Mechanikern und so weiter. Das gibt dem Spiel eine ganz andere Tiefe. Und vor allem, das ist jetzt nur für Mechs, wenn du noch Fahrzeuge und Infanterie dabei hast, wenn du vielleicht sogar auch Personalzeug, sowas auch magst, also fast schon Manager-Spiel draus machst, mit Luftraumjägern und mit Landungsschiffen. Also das Spiel kann ganz ungeahnte Dimensionen erreichen, wenn man das denn möchte. Ja, das ist, du brauchst dann halt jemanden, der das mag, und dann ist es, kann es schwierig werden, wenn das dann abgleitet, dass du den einigen, den Chef der Kompanie, der das mag, der das organisieren mag, der da viel Spaß hat, aber die anderen sitzen dann halt eine halbe Stunde rum und denken sich, ja, schön, und nu? Ist dann auch blöd. Also man muss sich immer die Leute suchen, die da so das Ähnliche wollen. Genau, die das Ähnliche wollen. Das ist entscheidend. Okay, dann ist es egal, ob Classic oder Alpha Strike? Sind da nur die Spiele anders? Oder für die Szenarien? Anteil? Ja. Ich würde sagen, ist eigentlich egal. Ja? Ja. Also, Alpha Strike ist halt ein anderes Spielsystem. Vielleicht sollte man kurz sagen, was Alpha Strike ist. Bei Alpha Strike hast halt im Gegensatz zu, also ist genauso rundenbasiert. Also, es ist keine komplette Abkehr vom rundenbasierten Spielen. Aber du hast halt keine, die heißgeliebten Hexfelder sind weg. Und du hast halt mehr, sag ich mal, Sichtprobleme und Entfernungsprobleme. Also du hast dich musst wirklich nachmessen quasi. Dafür gibt's weniger, also gibt's keine Trefferzonen etc. Das heißt, das Spiel per se ist schneller als Classic Battledeck. Und ja, also und wie du jetzt die Szenarien spielst, weil Alpha Strike hat ja trotzdem in sich dieses Balancing, sag ich mal, ja, weil die Mechs haben ja trotzdem Battle Value quasi. Sie haben jetzt zwar keine eigenen Waffensysteme, also haben sie schon, aber das wird alles quasi zusammengefasst. Und
du hast ja trotzdem das Battle Value dieses Max und kannst trotzdem sehr taktisch spielen damit. Ja. Es ist halt ein bisschen ein anderes taktisches Spielen als mit klassischem Battle Deck. Ja, und du solltest deine Mechs weniger lieb gewinnen. Ne? Also der Nachteil ist, dass du der einzelne Pilot weniger Gewicht hat, weil du hast einfach nur eine Attacke pro Mech pro Runde und du hast halt nur eine sehr begrenzte Anzahl von Punkten. Und durch die große Anzahl der Mechs fallen die Maschinen auch wesentlich schneller um, weil, sag mal, du hast 8 Punkte oder sag mal, 6 Punkte Panzerung und 4 Punkte intern. So, und dann macht ein feindlicher Mech 3 oder 4 Punkte Schaden. So, und dann hauen mal 3, 4, 5 Mechs auf dich drauf und ein bisschen eine Runde weg. Das passiert im Classic Battletech eher sehr selten. Ich habe zwar schon mal einen Atlas in einer Runde fallen sehen, aber da hat auch eine komplette Kompanie drauf geschossen. Das hat funktioniert. Aber das passiert im Classic selten und das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten, mit deiner Figur zu spielen und das auch vom Rollenspieltechnischen her. Und da kommen wir auf die MechWarrior 4. Edition, die ja auch noch diese geilen Perks mitbietet, mit denen du halt viel mehr machen kannst, sozusagen mit deinem Piloten, statt einfach nur 4 Bewegungspunkte nach vorne und dann schieße ich meine Waffen, berechne meine Hitze und dann gehe ich noch in den Nahkampf so ungefähr, ne? Sondern du kannst wirklich auch entscheiden, wie du deine Glückspunkte einsetzt, ob du vielleicht noch mal zielst, speziell, um einen besseren Schuss zu haben in der nächsten Runde, ob du irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Lokationen damit noch anziehen willst oder sowas, ne? Oder ob du ausweichst oder ob du den Gegner erahnst. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die du halt auf kleinem Niveau mit einzelnen Mechs spielen kannst, die richtig viel Freude machen. Du kannst natürlich auch wechseln, dass du sagst, Gefechte bis Lanzengröße mache ich in Classic und wenn es mal größer kommt, dann wechsle ich halt zu Alpha Strike. Aber wie gesagt, auch hier wieder der Nachteil, dann nicht traurig sein, wenn dein heißgeliebter Mechkrieger im konzentrierten Feuer von einer kompletten Kompanie dann untergeht, innerhalb von kürzester Zeit. Korrekt. Genau. Hätte ich gut zusammengefasst. Was ist einfacher für Einsteiger? Classic oder Alpha Strike? Alpha Strike. Genau, Alpha Strike hat auf jeden Fall weniger Regeln, aber es kommt auch, meiner Meinung nach, kommt es also einfacher im Sinne von, es gibt weniger Regeln und deshalb ist es schneller zu lernen. Mhm. Man muss aber schon sagen, es gibt schon gewisse Typen Spieler, für die mehr Alpha Strike geeignet ist und gewisse Leute, für die mehr Classic Battle Deck geeignet ist, weil ich kenne zum Beispiel einige Spieler, die mit Alpha Strike gar nichts anfangen können und das jetzt nicht, weil sie quasi Classic Battle Deck schon 20 Jahre spielen, sondern einfach von dem her, weil sie einfach so taktisch spielen wollen, wie es nur Classic Battle Deck hergibt. Ja? Ja. Mit verschiedenen Waffensystemen und Drehungsregeln und was weiß ich jetzt alles. Ja? Und das ist einfach ein anderes Spielen. Ja? Und dem einen gefällt das besser, dem anderen das. Ja, also ich muss sagen, ich mag beides ganz gern. Mir hat auch die Sondervariante, die Story mal gemacht hat, ganz gut gefallen, wo wir Classic Battle Deck mit Alpha Strike sogar gemischt haben. Also ich glaube, wir hatten Bewegungsregeln und Schussregeln von Alpha Strike, aber Waffensysteme von Classic oder so. Ja, genau. Im Kopf habe, ja. Die Waffensysteme, die Bewegung war von Classic und die Waffensysteme waren von Alpha Strike. Ah ja, genau, so war es, genau, umgekehrt. Ja, erzähl weiter, dann sehe ich mir den Hintergrund. Und auch das war gerade für die Kampagne, die wir damals gespielt haben, am Chapter-Treffen, super geeignet, weil wir mussten ja auch was weiterbringen, weil wir hatten endlich Zeit. Und damit haben wir die Kampagne dann auch super durchgekriegt. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Hintergrund war, Alpha Strike hat für mich, ich finde, es sieht wahnsinnig hübsch aus und ich spiele es gelegentlich gerne. Und was ich halt mag, dass man viele verschiedene Einheiten auf der Platte hat. Es hat für mich aber auch ein paar eklatante Nachteile. Und zwar Nachteil 1 ist, du hast viel zu viele Einheiten pro Quadratmeter. Ne? Denn durch das maßstabsgetreuere Gelände hast du viel kleinere Geschlachtfelder, hast aber durch die Einfachheit der Regelsysteme in der Regel halt wesentlich mehr Einheiten auf dem Schlachtfeld drauf. Das heißt,
wenn du dich normalerweise mit einer Kompanie im Classic Battletech mindestens auf 4 Karten prügelst, machst du das gleiche in Alpha Strike auf 2 Battletech Classic Karten, ne, so im Maßstabsverhältnis. Das hat halt einfach den Nachteil, dass du dir auf den Füßen stehst und dieses eh schon schnelle Killen des Gegners durch dieses vereinfachte System mit den Hitpoints dann nochmal beschleunigt wird, weil die sich ja praktisch Nase an Nase gegenüberstehen. Man eigentlich auch taktische Manöver nicht ausführen kann, weil man nicht ausweichen kann, egal wohin man geht, da ist ein Gegner. Zumal Long Range ja praktisch einmal die Alpha Strike Karte ist. Ja, genau, so ist es. Und deswegen habe ich beides kombiniert mal, habe halt die wesentlich maßstabsungetreueren Klassikkarten genommen mit den Hexfeldern und habe aber das Waffenfeuer vereinfacht, weil das ist das, was den meisten Spielern neben dem Bewegen, das ist schon nicht ganz anspruchslos beim normalen Classic Battletech, aber das kriegen die meisten nach einer Weile relativ gut hin. Aber diese vielen verschiedenen Waffen mit der Reichweite, mit der gegnerischen Bewegung, mit der eigenen Bewegung, mit dem Gelände dazwischen, mit der Hitze und so weiter, das kriegen die meisten nur sehr langfristig gut hin. Vor allem die Hitze, also die vergisst sehr, sehr schnell. Genau. Mhm. Und deswegen, weil ich gerne riesengroße Gefechte spiele mit mehreren Kompanien, brauche ich das Gelände dafür. Das bietet mir das Hexfeld. Und die schnelle Zuggeschwindigkeit haben wir durch das vereinfachte Kampfsystem hinbekommen. Mhm. Ja, das fand ich auch ganz gut, muss ich sagen, so im Nachhinein. Okay, der eine Bot ist uns gerade nur davon gelaufen. Wir haben aber zum Glück noch einen zweiten. Gott sei Dank. jetzt habe ich den Dings... Faden? Den Faden verloren, ja. Wo waren wir? Battlestrike, genau. Ach ja, Battlestrike. Dürfen wir sowas als Fan-Regelwerk veröffentlichen? Wahrscheinlich nicht, oder? Veröffentlichen, also veröffentlichen kannst du es schon, du darfst damit nur kein Geld machen. Richtig. So sehe ich es auch. Kannst du mir überlegen, ob du es über die 36er mal hochladen willst? Ich glaube, ich habe das sogar gemacht. In meinem Blog hatte ich die Regeln mal zusammengefasst, weil die Frage kam auch aus der Community. Ne? Dann gucken wir mal in deinem Blog, dann verlinken wir das. Ja, ich müsste das mal alles aufgeschrieben haben, wie ich die Regeln kombiniert habe. Also du hast es aufgeschrieben, das weiß ich. Ich habe irgendwann mal PDF, Word, Excel, irgendwie sowas gesehen. Ist schon ein bisschen her. Ja, okay. Wenn ihr also eine Kampagne oder so laufen sollt, das Einfachste am Anfang ist, ein Kampagnenbuch zu nehmen, reinzuschauen und wenn euch dann schon auffällt, irgendwie glaubt ihr, die eine Seite wird sofort verlieren, ändert es ein bisschen ab und... Na, erst einmal spielen. Erst einmal spielen, genau. Und dann mal sehen, ein Gefühl dafür kriegen. Vielleicht haben sie auch recht gehabt. Manchmal ist mir auch schon passiert, ich habe vor dem Szenario gesessen und gedacht, oh Gott, wie unausgeglichen und dann habe ich es gespielt und stellte fest, ach, doch, ganz geil. Funktioniert. Okay. Wo kriegt man denn noch Kampagnenbücher her? Gibt es die überhaupt noch? Ja, klar. In Papier, in digital, also gerade digital wird man zugeschmissen damit. Deutsch, Englisch? Nur Englisch? Oder auch Deutsch noch? Oder? Mehrheitlich Englisch. Ja, 90%. Muss man sagen. Ja, 95%. Es gibt ganz wenige deutsche Bände. Der Großteil ist Englisch. Das ist jetzt die letzten Version, das sind diese Flashpoints. Mhm. Die jetzt so. Online, ne? Auf Battletech Online-Dings. Oder? Nee. Flashpoints, die beziehen sich schon auf Sachen im Battletech Law. Da werden Ereignisse auf ein, zwei Planeten. Turning Points heißen die. Turning Points, genau. Verdammt, ja.
da werden halt so Ereignisse auf einem Planeten, auf ein, zwei Planeten dann halt genommen und dann ein paar Szenarien dafür dann halt vorgestellt. Dann kann man das dann halt nachprügeln. Ich habe jetzt gerade nebenbei auch mal geguckt auf der Ulysses, ist ja der Vertreiber von Battletech in Deutschland. Bei deren Ulysses E-Books-Seite, da gibt es auch zum Beispiel Erstschlag. Beinhaltet 13 spielfertige Szenarien. Genau, kann ich empfehlen. Ja, und da scheint es noch ein paar andere zu geben, also da müsst ihr euch mal durchklicken. Sind diese ganzen Dinger denn mit der aktuellen Battletech-Regeln kompatibel oder ist es wurscht? Ja, doch, die sind alle eigentlich kompatibel. Manche sind original auf Dingskirchen getrimmt, hier auf Alpha Strike, lassen sich aber auch auf hier auf Dingsbums, auf Classic halt recht leicht umwidmen. Genau, und die alten sind halt ganz klassisch nur für Classic Battletech ausgelegt, aber die kann man schon konvertieren. Dann sind die allerdings auch unter Umständen sehr schnell vorbei. Okay, also über die Regeledition hat sich nicht so viel geändert von den Szenarien, sondern halt nur von den... Ich sag mal so, das ist halt der Vorteil von Battletech gegenüber, ich vergleiche es jetzt mal mit Warhammer. Die Grundregeln, die sind in 99% von vorne bis hinten immer gleich gewesen. Da hat sich nie irgendwie großartig jetzt mal was verändert, so, nee, Mittel würfelst du jetzt nicht auf die 6, sondern du würfelst es jetzt auf die 7. Es sind halt immer mehr Waffensysteme dazugekommen und noch ein bisschen Equipment, aber das ist so, der Grundkern des Spiels ist immer dasselbe gewesen. Ist halt dann halt der Wandel zu Alpha Strike, als man da halt probiert halt mehr Püppis halt übers Schlachtfeld zu schieben. Ja, genau. Ja, gut. Haben wir noch was vergessen? Wollen wir noch was erzählen oder sind wir schon durch? Ja, schon ist gut. Ja, nur noch der kurze Schlenker. Also wenn man sich die ganze Mühe dann macht, mit das Ganze auf der Platte zu machen, das ist, wir haben auch bei den 36ern auch in Kooperation mit anderen Chaptern dann halt auch mal Kampagnen für MWO konstruiert, Test gespielt, durchgespielt, wie auch immer. Das kann man alles machen, ist gar kein Problem. Man nimmt halt die Grundmechanik des Spiels, man capt halt irgendwelche Resource-Punkte oder Assault, Skirmish, wie auch immer, und baut dann halt darum rum halt das Szenario. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich mal so behaupten. Definitiv. Also das ist natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil der individuelle Spielerskill noch härter ins Gericht fällt oder ins Gewicht fällt, nicht ins Gericht. Denn bei der Platte hast du halt bei einem rundenbasierten Spiel immer noch die Zeit, dass du dir überlegst, was du so machst, ne? Bla bla bla. Und bei einem echten Spiel, sag ich mal, gerade das Aiming, die Bewegung und so weiter, das ist alles so extrem wichtig. Und am Ende des Tages das zu kompensieren und das richtig auszutarieren, ist schon schwierig. Ne? Ja, aber am Ende des Tages, und dadurch kriegt man dann halt auch eine ähnliche Erfahrung wie halt auf der Platte. Am Anfang hat man einfach nur zwei versus zwei gespielt und hat mal geguckt, welche Maschine zuerst da liegt. Und dann hat man angefangen, ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Hintergrund reinzupacken. Und dann hat man Ressourcenmanagement betrieben und genauso kann man das auch im Prinzip bei MWO machen. Man halt dann nicht einfach nur sich einloggt ins Spiel, peng peng, man ist umgefallen oder man hat nur einen anderen umgenietet. Und da kann man dann ein bisschen mehr Tiefe reinbringen und da dann dementsprechend auch vielleicht ein bisschen Roleplay reinbringen. Ich zwinkere dann nochmal an unsere Freunde von Clan Wolf Germany. Ja. Ja, stimmt, das kann man auch sagen. Man kann Szenarien auch, also gerade Szenarien dann auch mit Roleplay manche Aktionen tun lassen, die man sonst im klassischen Battletech 2 vs. 2, wo du halt einfach stehen bleibst und mal ballerst und dann ist es dir egal, ob du fällst oder nicht. Da ist es, wo du dann schon überlegen kannst, okay, würde der Charakter hier das jetzt auch so tun? Genau.
Oder kann man dann sagen, nee, also in dem würde er jetzt sich zurückziehen, aufgeben, sowas. Ja. Ist übrigens noch ein ganz kurzes Stichwort noch dazu. Wenn man dann halt schon Kampagne spielt, Szenarien und das nicht unbedingt direkt hundertprozentig auf die in die Roleplay-Richtung drücken möchte, kann man da schon auch, ich sag mal so, Hausregeln einbringen, die es damals auch schon gab, dass Kuritisten so ehrenhaft sind und einem anderen nicht in den Rücken schießen würden oder sowas. Mhm. Dadurch kann man das Spiel halt auch wieder interessanter gestalten. Dadurch schafft man halt da auch schon wieder Herausforderungen. Ja. Also einfach kreativ werden. Ja. Hab keine Angst, macht, was Spaß macht. Genau. Genau. Gut, dann würde ich sagen, noch eine Ergänzung. Nö, eigentlich nicht. Nö, haut hin. Dann danke an alle da draußen, die es bis hier durchgehalten haben. Danke fürs Zuhören. Danke an meine drei Mitpodcaster. Vielleicht habe ich doch noch ein Schlusswort. Mhm. Für mich sind Szenarien und Kampagnen Creme de la Creme. Das ist sozusagen die hohe Kunst, die dieses Spiel richtig dann aufblühen lässt. Es ist nicht die Essenz, sondern das ist sozusagen die komplette Torte mit allem drum und dran. Und von daher verstehe ich, wenn Puristen sagen, nee, das ist mir zu weit, ich möchte Mechs gegeneinander stellen und das ist für mich das Geilste, respektiere ich 100%. Das ist Butter und Brot, das ist das Herz. Aber wenn jemand wirklich das komplette Erlebnis Battletech haben möchte, dann sollte er ja mal diesen Weg gehen. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Ich habe mich da vor langer Zeit schon sehr verliebt. Mhm. Kann man so stehen lassen. Jupp, dann definitiv. Danke an die Zuhörer, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.